Im Fall der getöteten 12-jährigen Luise aus Freudenberg gibt es laut Ermittlern möglicherweise niemals offizielle Antworten zum Tatgeschehen. Hintergrund sei der Persönlichkeitsschutz der minderjährigen mutmaßlichen Täterinnen. Es gäbe eine regelrechte Hetzjagd auf die Mädchen. Die Polizei sperrte jetzt deren Profile in sozialen Netzwerken. Eine Petition im Internet fordert unterdessen eine Bestrafung. Und dafür gibt es bereits mehr als 80.000 Unterschriften. Warum? Diese Frage beschäftigt nach dem Tod der 12-jährigen Luise aus Freudenberg viele. Auch auf den Social-Media-Kanälen der beiden mutmaßlichen Täterinnen gibt es Spekulationen über das Motiv. Aber auch zahlreiche hasserfüllte Kommentare und Drohungen. Wie kannst du nur, sollte die mir mal über den Weg laufen? Die Polizei hat darauf nun reagiert. Die der Polizei bekannten Social-Media-Accounts der beiden mutmaßlichen tatverdächtigen Mädchen sind vom Schirm genommen, gelöscht worden. Grund ist die Menge der Kommentare und die Intensität der Kommentare. Diese wurden zuvor jedoch gesichert und werden aktuell gesichtet und bewertet. Die beiden Mädchen hatten gestanden, Luise in diesem Waldstück erstochen zu haben. Die Tat in Freudenberg hat die Diskussion um die Herabsenkung des Strafmündigkeitsalters in Deutschland erneut angeheizt. Die mutmaßlichen Täterinnen sind mit 12 und 13 Jahren selbst Kinder und damit strafunmündig. Eine Online-Petition fordert nun, das Strafmündigkeitsalter von 14 auf 12 oder 10 Jahre herabzusenken. Mehr als 60.000 Unterschriften wurden bereits gesammelt. Psychologen und Strafrechtsexperten warnen jedoch vor einer vorschnellen Senkung des Strafbarkeitsalters. Nur weil das Strafrecht nicht greift, gibt es nicht pauschal rechtsfreie Räume, sondern es ist jetzt an staatlichen Institutionen anders zu reagieren, zum Beispiel über Interventionen des Jugendamtes. Es gibt die Möglichkeit einer Unterbringung in der Pflegefamilie, in einem Heim, gegebenenfalls, so war das bei anderen Fällen schon in der Vergangenheit, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Frage nach dem Warum könnte für die Öffentlichkeit aber unbeantwortet bleiben. Hintergrund ist der Persönlichkeitsschutz der minderjährigen mutmaßlichen Täterinnen. Gemeinsam mit ihren Familien haben sie Freudenberg inzwischen verlassen, werden vom Jugendamt betreut.